Heinrich-Apotheke im Robert-Bosch-Krankenhaus. Das Movi-Prep ist ja als nicht lieferbar uns schon gemeldet worden. Immer noch nicht. Ich bin dringend auf der Suche. Für Christine Heinrich sind Lieferengpässe an der Tagesordnung. Es ist eigentlich eine Vollzeitkraft damit beschäftigt, nur sich um diese Lieferengpässe und die Ausfälle zu kümmern. Wie für die Organisation neuer Kochsalzlösung. Diese Palette reicht noch für eine Woche. Weitere kann der Hersteller nicht liefern. Gerade noch rechtzeitig konnte sie und ihr Team einen aufwendigen Import aus der Türkei einfädeln. Wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, ob Kochsalzlösung mal ein Problem werden kann, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. Aktuell bestehen bei rund 500 verschreibungs- und meldepflichtigen Medikamenten Lieferengpässe. Viel zu viele, sagt die Führung des Robert-Bosch-Krankenhauses, auch weil es ins Geld geht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir durch diese Preissteigerung, die durch Lieferengpässe kommen, durch die Notwendigkeit dann zu importieren, ein 6- bis knapp 7-stelliger Betrag, also bis zu 1 Million mehr kosten, könnte es durchaus sein. Dabei sind Lieferengpässe nichts Neues und betreffen besonders Generika, also die günstigen Nachahmerprodukte. Das Problem? Viele von ihnen werden in Fernost produziert, weil sich eine heimische Produktion nicht lohne, sagt die Pharmaindustrie. Für neue Produkte machen sie im Schnitt 4,60 Euro Gewinn. Bei Generika gerade einmal 6 Cent. Viel zu wenig, finden auch unabhängige Experten. Das Wichtigste ist aus meiner persönlichen Sicht, dass die Margen, die man verdient mit Arzneimitteln, einfach viel zu klein sind durch die Rabattbeträge, die Festbeträge und auch diese Preismoratorien. Und solange die Margen so klein ist, wird keine Firma in die hergehen und eine Produktion aufbauen oder dergleichen mehr. Sich alleine auf Fernost zu verlassen, ist aus Sicht von Pharmaexperten keine Lösung. Es brauche deutlich mehr finanzielle Anreize, Produktionen in die EU zu locken, auch wenn viele Medikamente dann teurer werden müssten. Christine Heinrich ist auf jeden Fall über jede Lieferung knapper Medikamente froh. Ohne Haloperidol kann es in der Notaufnahme wirklich kritisch werden, wenn einfach Personen mit psychischen Ausnahmezuständen da sind. Insofern sind wir sehr froh, dass wir da noch was bekommen haben. Die Lieferung reicht für ca. 6 Wochen. Dann geht die Suche wohl von vorne los. Ja, wir wollten aber auch mal wissen, warum es immer wieder zu diesen Lieferengpässen kommt. Ein Grund, das haben wir eben erfahren im Film, sind sogenannte Generika. Also nicht das Original, sondern ein Nachahmermedikament mit dem gleichen Wirkstoff. Tina Fuchs erklärt uns mal das Problem mit genau diesen Medikamenten. In Deutschland gibt es 2 Arten von Medikamenten, neu entwickelte und nachgeahmte sogenannte Generika. Neu entwickelte Medikamente kommen nach Jahren der Forschung auf den Markt. Bis es soweit ist, haben die Hersteller sehr viel Geld investiert. Bevor die Medikamente auf den Markt gebracht werden dürfen, erfolgen beispielsweise klinische Tests. Die Arzneimittel durchlaufen mehrstufige und mehrjährige Zulassungsverfahren. Die Hersteller lassen sich diese neuen Medikamente patentieren und können für ihre Neuentwicklung hohe Preise aufrufen. Wenn aber nach einigen Jahren das Patent ausläuft, können andere Hersteller diese Medikamente nachahmen und viel günstiger auf den Markt bringen. Damit diese Preise günstig bleiben, schließen die Krankenkassen mit den Nachahmerherstellern Rabattverträge ab. Dadurch werden die Preise teilweise so weit nach unten gedrückt, dass die Hersteller kaum noch Geld damit verdienen. Sie verlagern die Produktion in Niedrigkostenländer. Gestörte Lieferketten oder Verstöße gegen Qualitätsstandards sind dann häufig Ursache für die fehlenden Nachahmermedikamente.